Was? In 60 Sekunden? Nee, nee, das kannst du nicht. Oh nee. Hallöchen und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Video. Und zwar ist das so ein bisschen ein anderes Spiel. Und zwar ist es etwas Ähnliches wie Survival Games. Und ich wollte das eigentlich einfach zeigen. Und jetzt spielen wir einfach mal das Spiel. Und dann während dem Spielverlauf sage ich euch, um was es geht und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall geht es darum, erstmal Kisten zu sammeln. Und dann, naja, ist eigentlich klar, dass man Kisten sammeln soll. Vielleicht, glaube ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Was kann ich sagen? Es ist ein ziemlich cooles Spiel, glaube ich, finde ich. Und wer nicht der gleichen Meinung ist, fickt euch. Meins. Fettsack. Okay. Ich gehe jetzt mal da hinten hin und dann erzähle ich euch ein bisschen weiter, um was es geht. Also es ist eigentlich das gleiche wie Survival Games erstmal. Auf den ersten Blick. Einfach die Truhen sind ein bisschen anders. Man bekommt es sofort. Und wir spielen übrigens auf dem, wie heißt der Server nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich kann es euch nachher noch sagen. Cube irgendwas, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Es gibt ganz viele verschiedene Spielmodis, das ist ganz verschieden. Dieses Spielmodus heißt Elements und ist eigentlich, also man bekommt manchmal verschiedene Elemente, wie hier zum Beispiel, und damit kann man sich verschiedene Sachen craften. Und was man, dass ich damit craften kann, sind spezielle Items, wie zum Beispiel diese hier. So. Wir haben ziemlich wenig gefunden bisher, also Meteorin, kein, oh mein Gott, egal. Auf jeden Fall, man muss sich einfach verschiedene Sachen finden und so weiter und so fort. Und somit kann man sich dann Sachen craften. Was habe ich da eigentlich gefunden? Ah, gebrannte Kartoffel, Karotte. So. Auf jeden Fall kann man das alles finden, USW. Wisst, was ich labere die ganze Zeit? Irgend so ein Scheiß. Denn ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Ist gerade ein bisschen dunkel hier und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Dann bekommt man verschiedene Items. Damit kann man sich Sachen craften. Und wenn man das so gecraftet hat, dann, naja, dann, ja, was soll ich sagen? Dann hat man krasse Items und so, und dann ist das Ganze jetzt eigentlich ein bisschen basierend auf Survival Games, einfach ziemlich geil. Das heißt, wie gesagt, Elements. Ich werde die IP natürlich in der Beschreibung reinpacken, damit ihr das auch spielen könnt, und ich finde das eigentlich sehr cool. Ich finde es sogar noch cooler als Survival Games selber, weil es hat richtig geile Items zum Teil, vor allem die Schwerter finde ich hammergeil. Und ich kann es euch nachher noch ein bisschen zeigen. Ich habe schon eine Goldbrustplatte, aber ist ja auch egal. Shit. Wir kommen nicht rauf. Das ist auch nicht so egal, aber ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ein Feuerschwert sollten wir uns craften können. Irgendwann. Weil das sollte eigentlich was sein, was wir ziemlich brauchen, wenn wir zwei Blaze Rods haben. Haben wir schon zwei? Nein. Also Feuerstäbe. Wie es hier heißt. Wir müssen ja genau so. Skalp des Orks. Das klingt auch behindert, aber naja. Ich spiele übrigens mit meinem Texture-Pack, nur damit ihr nicht verwirrt seid, die Neuen hier. Dass ihr nicht denkt, oh mein Gott, die haben ein ganz neue Texturen. Nein, es ist nur mein Texture-Pack. Jetzt sind alle enttäuscht und die abonnieren mich, obwohl sie mich noch gar nicht abonniert haben. Okay, auf jeden Fall. So ist das. Oh, cool. Jetzt habe ich sogar noch Goldhose. Weil. Warum nicht gerade irgendwie coolere Sachen? Ich weiß jetzt nicht, wenn die Kisten. Oh mein Gott. Ich blase hier gerade ins Mikrofon rein. Egal. Wenn die Kisten eigentlich an einen random
Ort platziert. Ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht wisst ihr das. Auf jeden Fall ist es ziemlich cool, finde ich. Und wir können jetzt eigentlich ein bisschen drauf spielen, USW. Wenn ihr wollt, dass ich noch mehr davon mache, dann könnt ihr es natürlich in die Kommentare schreiben. Dann erzähle ich euch nicht so viel über das Spiel, sondern ein bisschen was anderes, so wie Survival Games. Also wie ich es in Survival Games mache. Also, naja. Müsst ihr einfach selbst wissen, wenn ihr wollt, kann ich das noch mehr, also noch mehr davon tun, machen. Oh, Feuerstab. Okay, also jetzt kann ich es euch mal zeigen. Hier, Feuerschwert, glaube ich. So, flüssige Magma. Hier gibt es einen Feuerstab, zwei flüssige Magma, da braucht man dafür. Und hier ist das Feuerschwert, das hat Schärfe 1 und Verbrechung 2. Entfache deine Gegner. Und hier Craft, und dann kann man hier, damit wir erst, warte mal, nee, das ist flüssige Magma. Fuck, wir haben nicht genug, scheiße. Auf jeden Fall könnte man sich damit dann, wenn man hier zwei flüssiges Magma hat, nicht so wie ich, nur eins, kann das man sich hier craften und dann hat man es. Naja, schade eigentlich, dass wir das nicht tun können. Ich kenne jetzt nicht alle Rezepte auswendig, ich kenne nur ein paar, aber nicht wirklich viel. Und naja, nein, das haben wir alles nicht. Shit. Naja. Schade. Ich bin so richtig schlecht dran dieses Mal. Und werde elendig verrecken. Es ist eigentlich, es kommt auch drauf an, was ihr für Kisten bekommt. Man kann auch ganz normale Items bekommen, wie zum Beispiel einfach ein Steinschwert. Aber die sind dann dementsprechend schlechter. Und es ist eigentlich auch klar. Und da vorne ist noch eine Kiste. Vielleicht ist da irgendwas Spezielles drin. Ich hätte jetzt mal wirklich gerne eine richtige Waffe. Weil von der Angel als Waffe... Nee, ich glaube nicht, dass ich fest... Nein, okay. Shit. Was? In 60 Sekunden? Nee, das kannst du nicht... Oh, nee. Da kannst du mir nicht sagen, dass ich noch 30 Sekunden habe. Nur noch 60. Ja, was zum Teufel? Wie soll ich denn... Okay, wir haben drei Kisten. Nein, nicht Glück. Noch nicht Glück. 40 Sekunden. Die Zeit wird knapp. Kein Glück. Oh Gott, Leute, dieses Mal habe ich gar kein Glück. Naja, auf jeden Fall, man kann mehr Glück haben, ja. Oh, komm schon. Da vorne, bitte. Goldschuhe hatte ich schon. Oh Gott, zwei Kisten noch. Drei Lohn, oh fuck you. Ah, das ist ja auch noch, okay, das kann man auch als Waffe bezeichnen, weil das kann verschiedene spezielle Sachen, oh nee, warte mal. Nur noch diese Kiste, bitte. Danke. Ah, ich hatte schon, oh Mann, wie behindert ist das denn? Oh Gott. Geh weg, geh aus meinen Augen. Oh Gott, Hilfe. Also ihr seht, es ist ziemlich intensiv. Ich bin jetzt ziemlich schlecht gerade. Bin ich jetzt gestorben? Ja, ich bin gestorben. Fuck. Aber ich habe noch meine Items. Cool. Okay, alles klar. Warum auch immer ich noch meine Items habe. Sieht man mich noch? Okay, keine Ahnung. Naja, eigentlich, das ist das Spiel. Wenn ihr es spielen wollt, da unten irgendwo sollte die IP sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Das ist die Lobby und, warte mal, steht es irgendwo, wie der Server heißt? Komm schon. Nee, anscheinend nicht. Warte mal, Revent, bla bla bla. Nein, auf jeden Fall gibt es ganz viele Sachen hier. Ich weiß, mir kommt wirklich der Name gerade nicht in den Sinn. Ja, Rootsländer. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Elements, das ist das, was wir gespielt haben. Arcus ist so ein ganz kleines Minigame eigentlich. Slender, das können vielleicht ein paar von euch. Und das ist auch ziemlich cool, aber ich finde das ein bisschen cooler. Und das ist auch cool, also das ist sowas wie mit einer Gravity Gun Leute rumschießen sozusagen. Das ist eigentlich ziemlich hammergeil. Und Knockout ist eigentlich so was wie, naja, du haust einfach Spieler du haust einfach Spieler von einer Plattform runter mit einem Stock. Das ist eigentlich das Einzige, was man tun muss. Naja, das ist eigentlich, und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann
Lass doch eine Bewertung da, wäre auf jeden Fall nett. Das ist der Checker Scharf, das ist der Admin von dem Server, das ist irgend so ein anderer, also das ist der Owner von dem Server. Ansonsten sind das irgendwelche andere Dinge. Ich weiß jetzt nicht, wer die alle sind. Ich bin nicht sehr gut in Servern. Wissen, wer der Babo ist. Okay, wissen, wer der Admin ist, weiß ich was. Aber naja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Ansonsten, wie ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann, adios, Leute.